Schlagerparadies. Hallo zusammen. Hallo. Das ist Uta Bresan. Wahrscheinlich kennt ihr die eher als mich. So ein Fernsehgesicht, das kennt man nur halt mal. Ne? Ja, die Uta ist aber nicht nur Moderatorin, sondern sie ist auch Sängerin. Und das freut uns natürlich umso mehr, dass sie uns besucht, weil wir natürlich dann sofort die Gunst der Stunde nutzen und die Uta hier auf unser Sofa einladen. Und vielen Dank für die Einladung, liebe Heike. Ja, sehr gerne, sehr gerne. So viel Zeit muss sein. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Die Uta hat natürlich auch was im Gepäck, nämlich ein neues Album. Und wenn ihr Radio Schlagerparadies hört, wovon ich mal ausgehe, werdet ihr den ein oder anderen Titel von ihr kennen. Und ein paar sind auch schon auf diesem Album drauf. Mhm. Genauer gesagt, sieben Stück. Sieben Titel kennt man schon vom Album. Kennt man schon. Und die kennt ihr auch von uns. Ich kenne die nämlich alle. Also vielen, vielen Dank, dass ihr mich so fleißig spielt. Das möchte ich an dieser Stelle auch gerne mal sagen. Spielen wir gerne. Vielen, vielen Dank, Heike. Sechs neue sind drauf. Genau. Ja. So, und ganz aktuell hast du welchen ausgekoppelt? Wer ist an Sophie? Wer ist an Sophie? Ja, da machen wir uns schon Gedanken drüber. Ne? Ich habe in der Pressemitteilung gelesen, es gab mal so eine Situation bei dir, wo du dich auch gefragt hast, wer ist denn das hier? Ist da was im Spiel, ja? Also ich denke mal, das ist schon der ein oder anderen mal passiert oder auch vielleicht auch dem ein oder anderen, dass der Partner auf einmal irgendwie wenig Zeit hat, er kommt spät nach Haus und wenn er zu Hause ist, ist er irgendwie abwesend und guckt immer mal aufs Handy und man denkt, was ist denn da? Ne? Und wenn man dann fragt, nö, alles in Ordnung. Ne? Oder muss dann abends noch mal schnell vor die Tür, so nach dem Motto, ich brauche noch mal frische Luft. Und dann sagt, soll ich mitkommen? Nee, also ich brauche das jetzt alleine. Und also wo man sich so wundert, was ist das denn jetzt? Ja, und dann fängt man halt an zu forschen. Und ich habe das damals auch getan. Und da war eben dann wirklich leider eine andere Frau im Spiel. Aber im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht war es ganz gut so, dann war es auch nicht der richtige Partner. Also ich habe das dann rausbekommen und habe ihn zur Rede gestellt und habe gesagt, ach, und ich konnte mich gar nicht so richtig entscheiden. Das kam dann noch dazu. Ne? Also ich liebe dich ja, aber ja, das andere. Und habe gesagt, also so geht's ja nicht. Und dann war ich natürlich sofort weg. Und im Nachhinein muss ich sagen, ja, ich hatte schon Liebeskummer damals, aber es war für was gut. Denn so habe ich meinen Mann erst kennengelernt. Guck an. Wie das hat dann, du hat dann eine schon Weile eine ganze gedauert. Weile auch verheiratet, ne? Ja, und? 22 Jahre. Ah, ja. 22 Jahre? kurz vor der Silberhochzeit, ja. Also die 3 Jahre schaffen wir jetzt auch noch. Kinder hast du auch, 2, glaube ich, ja. Genau, aber daran merkt man eben auch, wie die Zeit vergeht. Ne? Die Magdalena ist jetzt 20, die wird jetzt 20 im Sommer und Konstantin ist 16. Und Texte sind mir auch sehr, sehr wichtig. Und du hast aber da auch jemand an deiner Seite, der dich da natürlich unglaublich gut berät und natürlich auch unter die Arme greift, nämlich André Stade. André Stade, der natürlich selber Musik macht, ganz klar, aber im Hintergrund, was diese Szene angeht, die Schlagerszene angeht, irre beschäftigt ist. Absolut. Nämlich zum Beispiel mit so einem Album von Uta Bresan. Und ich kann euch also nur sagen, diese Titel, die hier drauf sind, die ja jetzt bislang schon gelaufen sind bei uns, das waren ja alles Top-Titel und es geht genauso weiter. Also da hat der André und du, ihr habt euch da richtig Mühe gegeben, da habt ihr ein tolles Produkt abgeliefert und das kann ich euch nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Du hast eben mal kurz angefangen zu erzählen, da habe ich dich unterbrochen, weil ich gesagt habe, das müssen wir gleich unseren Hörern noch erzählen, wie das entsteht. Also ihr setzt euch da wirklich zusammen, du und der André, und dann? Wir haben uns einfach Themen ausgesucht und ich habe mir überlegt, was ist für mich wichtig, was muss noch mit aufs Album drauf, was sind meine Gedanken, die ich wirklich gerne umgesetzt haben möchte. Und so ist, glaube ich, ein sehr vielfältiges Album entstanden, wirklich mit ganz unterschiedlichen Themen, mit ganz unterschiedlichen Texten. Und aus diesem Grund bin ich auch so glücklich, dass die Texte wirklich hier in dem Booklet mit drin sind, weil man sie nachlesen kann und also ich finde die Texte wirklich sehr, sehr gut. Du hast mir eben auch von der Ballade erzählt. Das ist eine Ballade auf dem Album. Mhm. So, wenn man ein Album macht, muss es auch sein, finde ich. Ja, wenn man zum die Stimme Glück dazu hat. So. Und du hast eine drauf, eine Ballade. Und die ist sehr persönlich. Erzähl mal.
Ja, also ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Also sie haben mich ja logischerweise mein ganzes Leben begleitet und wir leben auch zusammen in einem Haus. Also da ist eine sehr, sehr innige Beziehung da. Und ich wollte einfach mal Danke sagen. Und deshalb war mir dieses Thema sehr, sehr wichtig. Und ich habe mir nur überlegt, wie gehe ich das an? Also es gibt ja schon viele Lieder, wo Künstler ein Lied für ihre Mama, für ihren Papa singen. Und mir war bei dem Lied ganz, ganz wichtig, dass es ein kraftvoller Song wird. Und da bin ich auf einen Text gestoßen, auf einen Refraintext von Andrea Gutmann, eine Texterin aus Österreich. Ich kann auf Scherben gehen. Und diese Zeile, da habe ich gesagt, genau das ist es. Das passt zu meinem Papa. Weil ihm kann ich grenzenlos vertrauen. In ihm kann ich mich total reinlegen. Er wird mich immer tragen. Und mit ihm fällt es mir leicht, auf Scherben zu gehen. Und diesen Refraintext, den haben wir dann sehr, sehr gerne übernommen von Andrea Gutmann und haben dann die Strophen natürlich dann noch ein bisschen persönlicher gestaltet, damit das richtig gut passt. Und so ist dieser Song entstanden. Ich glaube, das Album ganz schön vorgestellt. Mhm. Ich würde gerne noch ein paar Sachen persönlich von dir erfahren. Ja. Ich darf das mal hier in die Mitte stellen. Denn ich habe mir so überlegt, wir könnten doch mal ein paar persönliche Sachen abfragen. Mhm. Und das geht auch recht einfach. Ja. Denn ich möchte von dir einfach deine Lieblingsdinge wissen. Okay. Zum Beispiel, wer ist denn dein Lieblingsmensch? Ich habe viele Lieblingsmenschen. Die wichtigsten Menschen sind natürlich meine Familie. Mein Lieblingsmensch ist meine Mutter, mein Vater, mein Mann, meine beiden Kinder. Also die engste Familie. Das sind wirklich meine absoluten Lieblingsmenschen. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass die da sind und dass es ihnen gut geht. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr glücklich, dass meine Eltern noch beide da sind, auch wenn es da schon mal hier und da so kleine Einschnitte gab. Aber ja, also solange es meiner Familie gut geht, geht es auch mir gut. Dein Lieblingssänger oder Sängerin? Ach, oh, das kann ich gar nicht so sagen, weil ich höre wirklich so viele gerne. Und gerade auch durch meinen Beruf habe ich so viele liebe Menschen auch kennengelernt, dann auch persönlich. Also wen ich ja total gern höre, ist Nick P. Mhm, also Nick ist so... Ja. 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 Also das ist wirklich so ein absoluter Lieblingssänger von mir. Das weiß er auch, dass ich das auch immer ganz gerne sage. Auch wenn ich meine Laufrunde im Wald mache, habe ich ihn ganz oft auf den Ohren. Und ich mag auch natürlich sehr gerne Beatrice Egli zum Beispiel. Sie habe ich ja kennengelernt, wo sie so ihre ersten Schritte gemacht hat. Ich habe ja so viele begleitet auch auf ihrem Weg. Ne? Ob das Beatrice war, ob das Helene, Andrea Berg. Also die ganz, ganz Großen, die habe ich kennengelernt zu einer Zeit, wo sie noch nicht groß waren und habe natürlich den Weg bisher auch mit begleitet und ich finde das so großartig. Gibt es denn auch ein Lieblingslied? Ein Lieblingslied? Ja, ich habe ein Lieblingslied und zwar von Wolfgang Petri, Nichts von alledem. Okay. Das ist zum Beispiel so ein Lied, wenn ich das höre, dann geht es mir durch und durch. Also das ist... eine Ballade von ihm und ich habe ihm das vor vielen, vielen Jahren selber auch mal gesagt, dass das mein persönliches Lieblingslied von ihm ist. Und da hat er zu mir gesagt, ja, das ist so ein toller Song, ich liebe den auch, aber die Leute wollen eigentlich immer eher so die Songs, ne? die natürlich nach vorne gehen und wo man Party machen kann und so. Aber er hat das gut verstehen können. Schön. Gibt es eine Lieblingsstadt? Dresden. Okay. Meine Heimatstadt. Die Heimatstadt. Ja. Ja. Also ja. Ich liebe Dresden über alles, aber bin natürlich auch sehr gerne unterwegs und jetzt bin ich hier gerade bei euch und war auch gestern Abend mal so ein bisschen durch im Zentrum von Saarbrücken. Wunderschön. Also ich glaube, hier kann man auch sehr gut leben. Mhm. Was ist denn dein Lieblingstier? Meine Katze, die ich momentan habe, unsere kleine Ellie, das ist eine norwegische Waldkatze. Okay. Und die liebt ihre Freiheit über alles. Also die ist drin und draußen unterwegs und chillt ihr Leben. Mhm. Und ich habe schon mal gesagt, im nächsten Leben werde ich die Katze von Uta Bresan. Also dann, ich wollte unbedingt Mops bei Heike Betz werden. So.
Also wir wissen doch, was sie an uns haben. Aber das ist so schön. Und ich bin eigentlich immer so der absolute Hundefan gewesen. Mhm. Also ich hatte auch einen Hund, so einen kleinen Shih Tzu, 13 Jahre. Und das war aber, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Mhm. Und dann trat mein Mann in mein Leben, 1,97, mhm, großer Mann. Mhm. So, und dann meine kleine Sissi, so 3,5 Kilo. Und ich sagte, mit dem Hund gehe ich nie raus. Also das wäre mir ja peinlich. Und so, ich sagte, muss ja auch nicht machen. Aber meine Sissi, mein Hund, das war ja vor meinem Mann, also wirklich, genau, Partner und Kindersatz, alles in allem. Ich habe die über alles geliebt. Und er hat immer gesagt, der nächste Hund wird eine Katze. Und ich mochte Katzen schon, aber ich mochte halt Hunde mehr, weil die mehr am Menschen so dran sind. Ne? Eine Katze ist ja dann schon ein bisschen selbstständiger, genau, unterwegs und will schon mal gestreichelt werden. Aber dann auch wirklich bei unserer Katze ist das auch der Fall. Die sagt dann auch so, jetzt lass mich einfach in Ruhe. Ja. Lass uns noch kurz übers Essen sprechen. Mhm. Lieblingsessen, gibt's sowas? Lieblingsessen, also ich esse sehr gerne, ich sag mal so vegetarisch. Also ich bin jetzt nicht so der große Fleischesser, mhm, also ich bin kein Vegetarier, aber ich esse so gern Nudelgerichte halt oder Hefeklöße mit Heidelbeeren. Also solche Dinge, die mag ich ganz gerne, aber es darf auch mal ein richtig gutes Rindersteak sein. Mhm. Aber dann so ein richtig feines, so auf den Punkt gebracht, mhm, und dann ein Salätchen dazu, das ist auch was Feines. Klingt gut, ne? Klingt gut. Kriegen wir gleich Appetit, oder? Ja, ja. Ja, okay. Das bringt uns auch gerade zu dem Moment, wo wir sagen, vielleicht sprechen wir gleich mal auf und gucken, wo wir so ein Steak herkriegen. Mhm. Zunächst arbeiten wir noch einen Moment. Genau, das machen wir gerne. Gerade wenn es um ein schönes neues Album geht. Gut, ich gebe es dir wieder. Ich muss es mal wieder streicheln. Du darfst es nicht mehr mit nach Hause nehmen. Nein. Ich bin so glücklich, dass es jetzt endlich da ist. Sie hat natürlich ein paar signierte Exemplare, mhm, hier gelassen und wir verlosen die dann auch an euch. Deswegen kriegt sie die nicht mehr mit nach Hause. aber ich denke mal, du hast die Möglichkeit, dir deine Musik auch zwischendurch anzuhören und wir freuen uns natürlich, dass wir die aktuelle Musik von Uta Bresan jetzt spielen können. Danke in allen euch. Facetten. Vielen, vielen Dank. Und wir danken für deinen Besuch. Vielen Dank, dass du hier bei uns zu Besuch warst. Dankeschön. Ich danke dir. Es hat ganz viel Spaß gemacht und ich wünsche natürlich den Gewinnern, die dann das Album gewinnen, ganz viel Freude mit meiner Musik. Das werden sie haben. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Bis bald. Schlagerparadies. Hier fühle ich mich wohl. Radio Schlagerparadies.